Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 21 von Astroneer. Ja, der Mordrak hatte geschrieben und er hatte mir halt geschrieben, dass der Trecker drei Anhänger kann. Er hatte fünf gebaut, ein, zwei weggeschmissene und wir haben den ja hierher gebracht und müssen jetzt weiter gucken. Was war noch gesagt worden? Das Geländeanalysator-Werkzeug ist wohl nicht dafür da, um zu schauen, was ist im Boden, sondern was für eine Farbe kann man machen. Da kann man irgendwie mit malen. Sollte ich den Dralo fragen? Okay, machen wir jetzt nicht, weil ich will nicht malen. Okay, dann kann man irgendwas bunt machen. Wir hatten auf jeden Fall letztes Mal noch gesagt, dass wir die Brücke da hinten ausbauen wollen und die Straße. Und wir wollen wahrscheinlich hier Dingens hier Lager machen für die Anhänger. Und natürlich den einen Anhänger dann noch bauen, der da noch dran kann. Aber das alles machen wir dann im Intro. Bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen. Wir gehen erstmal gucken, was wir alles so Schönes mitgebracht haben. Das ist der Trecker vorne, aber da ist auch noch ein Harz dran, was wir vielleicht abmachen könnten, wenn wir denn das da mal schaffen, das zu treffen. Irgendwie ist gerade... jetzt geht schon besser. Ja, komm, da geht's auch hin. Und wer möchte denn noch Harz haben? Er hier möchte Harz haben, oder? Und dieses hier, Sauerstofffilter und so, das haben wir ja zu viel mit. Und den hier. Das war ein Solarpanel, ne? Sollte eigentlich funktionieren. Ist das hier nur Aluminium? Ne, das Kupfer. Haben wir noch Aluminium, ist die Frage. Ich glaube nicht, oder? Hier ist nur Glas dran. Ne? War doch alles Glas, ne? Ja. Ja, das ist schlecht. Was wollen wir hier drucken? Ein Arbeitslicht aus Kupfer. Nee. Verlängerung Kupfer. Verteiler, Graphit, Kupfer. Mittelgroße Plattform. Die wollen wir machen. Mach die mal. Und wir können da gleich zwei von machen, wenn nicht sogar drei, weil wir wollen ja noch. Nein, wir wollen keine Plattform. Wir wollen eigentlich ein Lager. Hat ja wieder gut geklappt. Mittelgroßes Lager, da ist es. Naja. Ja, die Plattform brauchen wir bestimmt auch irgendwann. Vielleicht mache ich auch nur zwei und auf den dritten Anhänger lasse ich Platz für den Klunker. Und siehe da, wir haben es geschafft dann, ne? Ja. Bau das Lager da gerade hin dann. Jetzt habe ich den natürlich in mein Inventar genommen, was ich überhaupt nicht wollte, ne? So, jetzt aber. Da soll's drauf. Ja, und die Plattform. Jetzt auch wieder ins. Bau ihn. Gebaut. Stell den mal da einfach hin. Hier sehe ich aber noch Harz. Ich wollte das da haben, das da drauf. Und hier ist doch auch noch ein Harz. Dann können wir doch da nochmal so ein Teil bauen. Das war doch unser Ziel, oder? Den Anhänger mehr auszustatten, damit wir nicht nur zwei mitnehmen können, sondern achte. Also 16. Und dann brauchen wir noch halt... Oh, kein Strom mehr da. Wo fehlt hier die Verbindung? Wieso geht das jetzt nicht? Verbinde den noch einfach, ey.
Muss ich hier rückwärts fahren, weil der im Weg steht, oder was? Oder was ist da los? Hä? Was geht denn jetzt hier nicht? Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, warum die Leitung weg ist, aber hier ist jetzt unsere Plattform, die wir bauen wollen. Nix Plattform, Lager. Oh Mann. So, das passt. Hier ist auch noch mal was. Passt. Dann gibt es noch ein bisschen mehr Strom vielleicht von dieser Sonnengeschichte hier, die da drauf ist. Wir haben jetzt hier mehr Lagerplatz. Und jetzt müssten wir nur ein bisschen mehr Energie für. Nicht Energie. Ja, wir brauchen unbedingt noch Harz für Lager, ne? Da ist noch einer. Ja, Harz fehlt. Das nur leer räumen. Und der ist noch voll. Dann lass mal gerade gucken, dass wir noch ein mittelgroßes Lager bauen. Ich wollte gerade sagen, der baut das zum Glück da drauf und baut nicht so ein Ding dahin. Das wollte ich nämlich gar nicht werden. Aber sehr cool, dass er es da drauf baut, ne? Ist das dann schon fest? Vielleicht? Nee. Auspacken. So, was haben wir jetzt hier noch drinne? Ach so, hier, Keramik. Das war doch Lehm, ne? Wo ist denn der Brennofen da? Die brauchen wir noch. Und dann ist da nichts mehr dran, oder? Wir brauchen die Keramik auf jeden Fall. Wer jingelt gerade hier? Der da hinten hat gejingelt. Keine Ahnung warum. Kupfer, Keramik. Wofür braucht man jetzt noch Keramik? Das war noch eine gute Frage, ne? War das in unserem Rucksack der Geschichte mit die Geschichte mit irgendwas hier bauen? Kleiner Kanister, kleiner Generator, Leuchtfeuer, Arbeitslicht, Sauerstofftank, Energiezellen, kleines Solarmodul, Windturbine, kleine Batterie, Verlängerung. Boost-Anpassung. Dafür brauchen wir Zink. Auch Zink. Poreanpassung, das war Keramik. Und das meinte der Mordrak bestimmt, dass ich das bauen sollte. So, das ist die Poreanpassung. Erhöht die Bohrstärke, um harte Geländeoberflächen zu bewältigen. Aktivierung durch Anschluss an Geländewerkzeug zieht im aktiven Zustand. Okay, das muss da dran gebaut werden. Fertig, umrüsten. Ah, wieder eine Aufgabe erledigt. Gehen wir gerade da hinten hin, wo war, ne? Das immer so schön lesen. Bewaffne dich, Umzugspacker. Umrüsten. Erdzentrifuge. Dann müssen wir das jetzt hier abholen, oder? Sauerstofftank freischalten. Haben wir. Ach so, das Dynamit ist immer noch nicht erledigt, ne? Okay, dann haben wir das. Hier haben wir jetzt eine Erdzentrifuge gekriegt. Oh, das ist ja ein Riesenapparat. Wo bauen wir sowas alle hin? Da ist die Straße. Vielleicht da. Halten. Was kann die denn alles? Gucken wir doch mal rein, oder?
Benötigt Erde. Untersuchen. Gemisch. Harz. Achso, da können wir einige Sachen rausmachen. Graphit. Ammonium. Gemisch. Da waren wir schon. Okay, lag hier nicht irgendwo sowas wie Zeug rum, was wir schon mal hatten, aber nicht mehr der ist der Kanister. Kann ich das da jetzt hinlegen, drauf machen und dann ist das richtig oder? Okay. Er hat sich das schon reingeholt oder sehe ich das falsch? Und dadurch ist das hier so aufgefüllt, okay. Jetzt könnte ich Gemisch holen, Harz holen, organische Ressource holen oder Lehm. Quarz geht auch. Graphit. Ach so, das kann man alles da rausholen. Ammonium. Tja. Haben wir schon Ammonium gehabt? Ich glaube nicht, aber das geht da auch nicht raus, weil da zu wenig Erde drin ist. Das bedeutet, ich müsste den da einmal tauschen, ne? Jetzt würde Ammonium eigentlich gehen, aber geht doch nicht, weil hier steht, keine Ahnung. Ist keins drin wahrscheinlich, ne? Es ist die Frage, wenn ich jetzt hier was raushole, ne? Ist das dann weg oder kann ich das alles da rausholen? Ich mach das mal. Geht natürlich nicht, weil kein Strom wahrscheinlich dran ist, ne? 6 Energien braucht man dafür, okay. Wo ist denn hier der Stromanschluss? Ich sehe jetzt gerade keinen. Wie kommt die Energie da rein? Ist hier irgendwo ein Schalter? Ich sehe keinen Stromanschluss an dem Ding. Wie geht denn der Strom da dran? Einfach braucht die Energie, stand da. Zur Gewinnung natürlicher Ressourcen aus dem Boden zieht in aktiven Zustand 6 ES Energie. Ja, das ist schön, aber wie komme ich da dran, dass der Strom kriegt? Ich hab's doch schon hier ausgewählt mit dem Gemisch, oder? Ja, schade, das muss mir auch noch einer erklären. Oder muss das auf einer Plattform stehen? Das könnte natürlich auch wieder mal sein. Das war die falsche Taste erwischt. Wahrscheinlich muss das auf eine Plattform, die ich schon da hinten gebaut habe, wo es noch drauf kommt, ne? Die ist aber wahrscheinlich zu klein, die Plattform. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, dass das da drauf passt, ne? Okay, das bedeutet, wir brauchen eine Plattform. Ein kleiner Drucker. Ja, hat gut geklappt, ne? Der Drucker hat aber auch keinen Strom, ne? Nö. Jetzt hat er aber Strom. Dann gucken wir mal gerade hier rein. Mittelgroßes Lager. Ne, diesmal keine Lager. Das ist jetzt mittelgroße Plattform. Die hatte ich schon gebaut, da passt es ja nicht. Das bedeutet, wir müssen einen anderen Drucker nehmen, und zwar den da. Und der hat dann größeren, ne? Ja, da ist auch die Erdzentrifuge-Forschungskammer. Exo-Auftragsplattform. Große Plattform. 2 Harz. Okay, das heißt, wir holen erstmal Harz.
Aber ich sehe schon, dass die Runde wieder fortgeschritten ist. Wir würden dieses Harz dann in der nächsten Folge besorgen, um dann eine Plattform für die Erdzentrifuge zu machen. Aber wie gesagt, nächste Runde geht's weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch könnt, überhaupt macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.